Für viele war es die Entspannung zwischen langweiligen Unterrichtsstunden, für manche war es ein Horrorszenario. Sportunterricht. Die meisten denken wahrscheinlich an Völkerball und Seilspringen zurück. Wäre es aber nicht sinnvoll, auch Overwatch und Fortnite in die Turnhallen zu bringen? Ob E-Sports und Sportunterricht sich vertragen, schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Stellen wir uns die Gretchenfrage direkt zu Anfang. Wieso gibt es überhaupt Sportunterricht? Der Sinn oder die Ziele des Sportunterrichts sind sehr umstritten und sehr verschieden. Man nennt sie die pädagogischen Perspektiven. Der Sportunterricht soll die Gesundheit fördern. Es soll ein Gewissen für den Körper geschaffen werden. Den Schülern soll klar werden, dass es wichtig ist, sich selbst gesund zu halten. Der körperliche Ausdruck, also Mimik, Gestik und Körpersprache allgemein, soll durch den Sportunterricht verbessert werden. E-Sports, also kompetitive Videospielturniere, können diese Zwecke nicht erfüllen. Schaut man sich aber mal die anderen Ziele des Sportunterrichts an, wird klar, E-Sports könnten sich vielleicht doch für den Unterricht eignen. Denn neben den körperlichen und gesundheitlichen Dingen soll Sportunterricht auch Kooperation, Wettkampf und Verständigung mit anderen beibringen. Das kann mit Mannschaftssportarten, aber auch mit E-Sports sehr gut funktionieren. In Overwatch zum Beispiel ist Absprache spielentscheidend. Charaktere wie Mercy, die der Support-Kategorie angehören, können selbst kaum Schaden ausrichten, aber Teampartner durch Heilungseffekte unterstützen. Ein sinnvolles Spiel kann nur unter Absprache mit dem Team und gemeinsamer Koordination erfolgen. Und hier glänzt der E-Sport im Vergleich zu klassischen Sportarten. Denn die Koordination im Team ist viel umfangreicher und taktischer und unabhängig von körperlichen Fähigkeiten. Es ist im Basketball einfach taktisch klüger, dem 2 Meter großen Typen den Ball zu passen, als einem 1,60 Meter großen Spieler, der in einer Angriffsposition einfach einen Nachteil hat. Auch E-Sports erfordern Skill oder Können. Diese haben aber eigentlich keinen Einfluss auf die Taktik im Spiel, sondern eher auf den Killcount. Außerdem kann man E-Sports nur durch Training meistern. Körperliche Einschränkungen gibt es hier nicht. Und deswegen kann ein weiteres Ziel des Sportunterrichts gut erreicht werden. Leistungen erbringen. Im Sportunterricht soll man Leistungen erbringen und vor allem messen. Ist man besser oder schlechter geworden? Wer ist der Beste in welcher Disziplin? Leistungen erbringen kann ein sehr schönes Gefühl sein und ist ein wichtiger Bestandteil in unserem gesellschaftlichen Leben. Es kann aber auch sehr frustrierend sein, Leistungen nicht erreichen zu können. Besonders wenn das Scheitern nicht in der eigenen Verantwortung liegt. Sind wir ehrlich, wenn jemand keine 100 Liegestützen schafft, schafft er das auch nicht mit 2 Wochenstunden Sport. Derjenige wird nur in einer endlosen Schleife des Scheiterns gefangen und wahrscheinlich am Sinn des Unterrichts zweifeln. Schauen wir uns im Vergleich wieder E-Sports an. Durch den echten Trainingsaspekt von E-Sports können Leistungen immer wieder erreicht werden. Spiele haben eine Lernkurve. Man steigert seine eigene Leistung, je nachdem wie viel man trainiert. Körperliche Bedingungen haben nichts mit dem Leistungsvermögen zu tun. Es geht wirklich nur um das Koordinieren und Trainieren des Spiels. Also, können E-Sports den traditionellen Sportunterricht ersetzen? Eindeutig nicht. Ein weiteres Ziel des Sportunterrichts ist nämlich die Lehre des Sports an sich. Wie man Fußball spielt, wie Volleyball funktioniert, das sind wichtige Dinge, die man wissen sollte. Grundkenntnisse über E-Sports und Videospiele allgemein werden in unserer digitalisierten Welt aber auch immer wichtiger. Ein sinnvoller Einsatz von E-Sports im Unterricht wäre zum Beispiel bei Krankheitsfällen. Bisher ist es so, dass körperlich Behinderte und dauerhaft Kranke vom Sportunterricht befreit werden, also entweder gar nicht hingehen müssen oder in der Oberstufe ein Fach zum Ersatz wählen müssen. Statt einfach Unterricht ausfallen zu lassen, könnte man hier doch E-Sports als Ersatzprogramm zum regulären Sportunterricht anbieten. Die gesundheitlichen Ziele werden hier nicht mehr abgedeckt, aber das sollen sie ja gerade nicht. Die anderen Ziele, Leistungen fördern, Sozialverhalten trainieren, Mannschaftskooperationen, werden beim E-Sport-Unterricht trotzdem erfüllt. E-Sports als Unterrichtsersatz für Sportbefreite wäre ein wichtiger Beitrag zur Barrierefreiheit von Schulen und Chancengleichheit in der Bildung. Es wird aber leider wegen schlechter Ausstattung und unqualifizierten Lehrern noch ein weiter Weg. Viel wichtiger ist aber, was denkt ihr dazu? Gehören E-Sports in den Sportunterricht? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, ich diskutiere wie immer sehr gerne mit euch. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir das gerne mit einem Like und abonniert den Kanal für mehr Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.